Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War, Schlacht bei Perryville, 8. Oktober 1862. Unsere Späher haben berichtet, dass die Rebellen ihre Infanterie in der Nähe von Perryville einsetzen. Die Stadt kontrolliert eine wichtige Straßenkreuzung und ist eine wertvolle Quelle frischen Wassers. Wir müssen sie besiegen, um das strategisch wichtige Gebiet von Kentucky zu sichern. Setzen Sie unsere Truppen im Umkreis der Widow Button Farm ein und warten Sie auf weitere Befehle. Ich überlege gerade, 6 Kanonen haben wir im zweiten Korb. Ich möchte, dass das zweite Korb auch mal ein bisschen an Erfahrung kommt. Heinrich hat nur 4 Kanonen. Ist auch gar nicht schlecht, wenn man dann halt das zweite oder das vierte hat ja 8 Kanonen. Aber ich weiß, das hat einfach weniger Mann. Oh, es hat einfach weniger Mann. 2400 und ein paar zerquetschte Artillerie. Oh, fast gleich. Liegt aber an einer hohen Zahl von Kanonenbrigaden. Hier mal 6. Ich nehme trotzdem erstmal die zweite. Und dann gucken wir uns das paar Mal an, ne? So. Setzen Sie unsere Truppen im Umkreis von Widow Button Farm ein und warten Sie auf den Befehl nach Perryville vorzurücken. Rebellen können versuchen, uns anzugreifen. Und wir erhalten erst morgen Verstärkung. Halten Sie um jeden Preis die Stellung, General. Das heißt, wir haben diesen Kram noch gar nicht erobert. Das ist natürlich doof. Was ist das denn hier? Gibt es da nichts Besseres? An Infanterie. Den nehmen wir. Und sonst noch irgendwas Komisches? Ja, ich habe noch im zweiten und ersten Korb noch Einheiten, die noch grün hinter den Ohren sind. Kanon schnell wie möglich da vorne hin. Ja, mit der Infanterie geht es ja eigentlich schnell. Mal kurz pausieren. Ist ja alles wertvolle Zeit. Mal grob irgendwo dahin. Laufen, laufen, laufen. Auch laufen, laufen, laufen. Erstmal alles dahin. Mal gucken, von wo wir überall angegriffen werden. Und pass auf, jetzt sind schon Rebellen an der Farm. Aber eigentlich dürfte es nicht sein. Es ist nur noch neutral, oder? Ich habe es noch nicht erkundschaftet. Okay. Die Kreuzung ist unser. Wie sichern wir die jetzt am besten? Also einmal ist hier ein Übergang. Dann haben wir da Übergänge. Am besten immer da, wo Flüsse sind, ne? So, du bleibst mal schon hier. Komm mal dahin. So, eine Kanone dahin. Die andere darf genau hier hin. Das dahin. Die müssen wir ein bisschen verteilen. Und Baxter kommt genau hier hin. Tja. Hass. Cooler Name. Ist extra für den Nahkampf ausgewählt worden. Verdammt, die Rebellen.
Ja, gut, dass wir hier schon mal Kanönchen haben. Komm, stellen wir beide hier auf. Gut ist. Du musst ein bisschen zentraler sein. So, wie stehst du da? 80. Kann ich mit leben. Du? Ein bisschen weniger. Das ist doof. Ein bisschen zurück. Kanone bitte darauf schießen. Kanone bitte darauf schießen. Und ab in den Wald. Schnell. Dann kommt nämlich gerade was rüber. Ah, Schweizer. Wir sehen ihn noch nicht. Das ist das Problem. Halt. Ich habe ihn vergessen. Scheiße. Ach, das ist nicht Heinrich, das ist Sherman. Verdammt. Ich hab den General vergessen. Nein. Nicht den General. So, 70. 88. Ich überlege, ob ich da noch einen reinpacke. Was hast du? 54. 70er Bereich gefällt mir, aber alles 54, wir sind doof. Kannst du dich ein bisschen drehen? Ah, und halt. Schon ist doch schon mal schöner. So, ich packe dich mal kurz ran, damit die unter Druck kommen. Gehen lasse ich in die Mitte, falls er nach da oder da muss. Ah, kommst du ran? Ja, ganz knapp. So, Kanonen, ihr müsst euch alle einig sein, dass wir auf dasselbe Ziel schießen. Aber doch keine gute Idee. Nochmal ein Stück zurück. Brown verliert kontinuierlich Einheiten, das ist gut. Da wird eine Kanone aufgekotzt. 74, 88. Da muss ich den gleich aufpassen. Da kommt auch gleich einer. Kann man dich noch ein bisschen drehen? Ja, und so bleibst du halt. Na, die warten noch. Die positionieren sich noch auf der Seite und dann machen sie einen kompletten Generalangriff oder so. Und jetzt sind sie motiviert. Läuft schon. Halt. Viel bewegt. Bleib hier. Wieder zurück. Halt. Im Wasser kommen sie nicht schnell vor. Jetzt kommen noch mal eine Runde schießen. Dann verlieren sie locker nochmal 100 Mann oder so. Oh, er schießt nicht. Wie lange braucht er zum Nachladen, die Idioten? Ach, schade. Schade, es wäre nochmal 100 Mann extra gewesen oder so. So, da hinten. Hier halt erstmal die Füße still. Ihr seid mir zu weit weg. Ihr könnt es gerne mal auf den Tag versuchen. Wenn nicht, spare ich eure Munition auch erstmal ein.
Ah gut, der trifft ein bisschen was. Warte mal eine Kanonensalve ab, wenn Field auch soweit ist. Naja. Dann warten wir hier auch mal ab. Wir haben ja noch in-game eine Stunde oder fast zwei Stunden. Ich möchte meine Munition jetzt hier nicht verballern. Nur auf Einheiten, die irgendwie weit weg sind oder so. Ja, eigentlich sollte die eigentlich schon nah dran sein, ne? Wenn ich überlege. 1400 bis da ist quasi die Mitte. Ist eigentlich schon zu nah. Wir bleiben in Deckung. Ich mach keinen Ausfall. Ich spule mal ein bisschen vor. Na, die schießen sich ein auf uns. Aber da ist Kavallerie gerade gesichtet. Wird, denke ich, aber nicht alleine angreifen. Wenn ja, sind sie tot. Spulen wir weiter vor. Also wir schlucken ein bisschen Gegenfeuer. Da ist Polk, unser Feind. Er verhöhnt uns. Der will uns aus der Deckung rausziehen. Heißt uns. Eine Stunde habt ihr noch, ihr Rebellen. Die sind heute nicht motiviert, glaube ich, die Rebellen. Ah, die wollen unsere Artillerie wegschießen, ne? Die konzentrieren sich echt auf die Artillerie. Die haben schon ein paar hundert, nee, noch gar nicht. Gar nicht so viel Mann verloren. Naja. Soll der Feind mal schießen. Also ein bisschen mehr Action hätte ich erwartet, wenn die Rebellen uns hier raus haben wollen. Minuten noch. Also jetzt muss doch noch mal was kommen von denen. Oder haben die absolut keinen Bock? Ich glaube, jetzt war es oder kommt gleich noch unsere Verstärkung quasi, dass wir sie wegtreiben sollen. Kann da jetzt nicht schon alles gewesen sein. Das war irgendwie lahm.
Ey, das verstehe ich jetzt absolut nicht. Ja, wir haben 17.000. So, der Feind hat 11.000, ein paar zerquetschte. Sagen wir 12.000. So. Wir haben uns am Anfang ein bisschen berührt. Darum habe ich 100 Verluste, er 550 Verluste. Und danach standen sie da, haben Tee getrunken. Ich glaube, das war so ein Scheinkampf. Beide Seiten hatten keinen Bock, haben mit der Situation gelebt. Kanonen haben daneben geschossen und nebenbei haben sie immer Tee getrunken. Quasi, ne? Und ihre Vorgesetzten, ihre Admiräle, wenn die gefragt haben, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben gekämpft, ne? Was denkst du denn, was sie denn auf dem Schlachtfeld gemacht haben, ne? Dann sagt jetzt der Leonidas da, der Polk sagt dann, ja, hab zwar verloren, Lee, ne? Aber guck an, ne? Nur 500 Mann verloren. Dann sagt der Lee, ja gut, Polk, hast du verloren, ist natürlich schlecht, aber du hast deine Armee noch, das ist gut. Na gut, der William Sherman, ne? Nur 100 Mann verloren, hat gewonnen, der kriegt einen dicken Orden und nochmal einen Tee oben drauf. Gut, tut mir leid, wenn es ein bisschen langweilig war. Aber nächstes Mal steht eine große Schlacht an. Das wird auf jeden Fall bestimmt interessanter. Wow, dafür kriegen wir einen Orden. Ich lache mich weg. Das ist ja. Das war ja jetzt echt ein Witz, diese Mission. Dafür kriegt man noch einen Orden hinterhergeworfen. Das ist ja der Hammer. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.